Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Rilia, ich grüße dich. Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung. Du möchtest dich beruflich verändern. Die Frage ist, wohin geht die Reise? Nach Westen oder nach Süden? Und das vergleichen wir jetzt. Diese Karten zeigen die Situation, also deine berufliche Situation im Westen. Und diese Karten zeigen deine berufliche Situation im Süden und die Mitte deiner Schritte. Welche Vorteile hast du im Westen? Das zeigt hier dieses Bild. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wo ich diese Karte gezogen habe und habe ich überlegt, ja, wie deute ich das jetzt, weil ein Teufel kann niemals ein Vorteil sein. Aber was symbolisiert das überhaupt? Das ist Gefangene zu sein. Und diese Gefangene zu sein bedeutet in einer Situation oder Gefangene zu sein am Angst. Dieses Bild zeigt die Angst. Dann habe ich verstanden, was will diese Karte überhaupt sagen? Warum ist das für dich ein Vorteil? Weil wenn du dich entscheidest Richtung Westen, dann machst du Lebenserfahrungen und du befreist dich von deinen Ängsten. Welche Nachteile hast dort? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Stäbe symbolisieren die Feuerelement. Und Feuerelement zeigt Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Feuerelement bedeutet auch Leidenschaft, mit Begeisterung dabei zu sein. Und da hast du die Einschränkungen. In dieser Arbeit stoßt du dann in deinen Grenzen oder schränkt dich jemand ein, obwohl die Arbeit würde dich begeistern. Und das macht aber traurig, das ist dieser Nachteil. Bekommst du Sicherheit, Stabilität im Land und auch bei dieser Arbeit? Dieser Turm zeigt die Umbrüche. Also stabil, langfristig gesehen ist es gar nicht so stabil. Was kommt? Was erwartet dich dort? Die Finanzen sind sicher. Diese Königin beherrscht die Münzen. Aber das Kind symbolisiert einen Neuanfang und das zeigt deinen Gefühlen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Und es ist nicht in diesem Platz, wo du die sicheren, stabilen Arbeitsplatz hast und die finanzielle Sicherheit. Wie fühlst du dich im Land, diesem Ort oder in diesem Arbeitsplatz? Dieser Herrscher zeigt, entweder du musst das alles beherrschen, also sie stellen Erwartungen, du kannst es auch gut beherrschen, oder jemand versucht über dich zu herrschen. Und das fühlt sich nicht angenehm an. Jetzt schauen wir die andere Richtung an und das ist Süden. Welchen Vorteile hast du? Das zeigt hier dieses Bild. Du öffnest deine Augen und verabschiedest von allem, was dich bedrückt
oder all das, was bei dir Unsicherheit oder sogar Angst ausgelöst hat. Welche Nachteile hast du? Eigentlich keine, weil du lenkst diesen Wagen in die Richtung, wie du das möchtest. Und das sehe ich nicht als Nachteil. Gibt dir Sicherheit und Stabilität? Das liegt in deinen Händen, weil du triffst die klaren Entscheidungen. Was kommt, was erwartet dich im Süden? Das steht im Schicksalsbuch geschrieben. Das ist dein Schicksalsweg. Wie fühlst du dich im Süden? Die Feuerelement hier zeigt die Begeisterung, die Leidenschaft, die Begeisterung. Würde dir sehr gut gefallen. Welchen Situation befindest du dich im Augenblick? Da hast du eine große Herausforderung. Das kann auch eine gewisse innere Unruhe sein. Was soll dein nächster Schritt sein, das zu verbessern? Das zeigt hier diesen Kelch und die Königin beherrscht diesen Kelch und das symbolisiert die Gefühle. Sprich mit deinem Partner, was meint er dazu? Du brauchst seine Unterstützung, nicht weil er soll die Entscheidung treffen. Du brauchst auch keine finanzielle Unterstützung, aber seelische Unterstützung brauchst du von ihm oder einen guten Rat. Und dann kannst du mit diesen Neuigkeiten rechnen. Wohin führt das? Du findest deine Stärke. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Aber wenn ich die beide Richtungen betrachte, liegt bei mir Süden besser. Vor allem hier ist dein Schicksalsweg. Liebe Rilia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.